Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir die Funktionen der neuen Insta360 Studio App in der Version 4. Die App ist erst herausgekommen, also die Überarbeitung, und jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen nacheinander an. Ich habe die App geöffnet und wir haben oben in der Leiste links hier den Computer, sprich deine lokalen Dateien. Dann, wenn du die Kamera angeschlossen hast, die Kameradateien oder eben die Favoriten und deine exportierten Dateien. Darunter die Dateiansicht ist neu. Die schauen wir jetzt gleich an. Unter Datei öffnen kannst du ein Bild aus oder einen Film auswählen und öffnen, oder wie schon vorher auch, ich gehe jetzt mal auf den Finder, kannst du einfach Filme auswählen. Das können auch Filme von verschiedenen Insta-Kameras, also das kann von der X2, von der One R, von der Go 2, also das ist ganz egal, die kannst du durcheinander mischen und dann ziehst du sie einfach auf die App und sie werden eingeladen. Nun ist es so, dass du diese neue Ansicht hast. Das heißt, es müssen also diese INSV-Dateien sein von Insta360, die im Normalfall so aufgezeichnet werden. Und wenn du die Bilder, also die Filme geladen hast oder das Foto, dann ist natürlich nur ein Foto, aber wenn du die Clips geladen hast und mit der Maus hin und her fährst, hast du hier oben bereits eine Vorschau des Videoschnipsels, das du hier hast. Wenn wir hier runtergehen, dann haben wir das gleiche hier auch oder auch hier. Wenn dir das zu groß ist oder du sagst, du brauchst das nichts, kannst du auch hier auf den zweiten Tab klicken. Dann hast du ein Vorschau-Icon und den Dateinamen und die Größe. Oder du gehst auf die Liste, dann ist es ganz kurz ohne Vorschau-Icon und du bringst sozusagen noch mehr unter. Ich finde diese neue Vorschau sehr gut. Mir gefällt die und man kann auch gleich nochmal kurz drüber schauen und dann sieht man, manchmal sind auf den Clips am Anfang andere Sachen und in der Mitte zeigt sich erst das, was man eigentlich haben möchte, und dann kann man das hier ganz schnell sozusagen anschauen. Außen links ist noch die Sortierung, hier kannst du sagen, keine Sortierung, nach den Kameras, die du hast, oder Dateigröße, Typ, Erstellungsdatum ist vielleicht am interessantesten, aufsteigen oder absteigen, das kannst du auch hier machen. So, das nächste, du hast hier auch die Möglichkeit, dieses Insta360 AI, also diese sozusagen künstliche Intelligenz zu nutzen und kannst deinen Film sozusagen, ja, du kannst deinen Film hier autoframen lassen, also dass das Programm den Film analysiert, wie es auch in der App ist, und dann den Film dementsprechend in verschiedene Bereiche schneidet. Das mache ich jetzt nicht, das würde jetzt zu weit führen. Das kann man vielleicht in einem anderen Video sich anschauen, aber wir konzentrieren uns auf die komplette App. Dann hätten wir also den Bereich der Datei, den hätten wir schon mal durch. Jetzt gehe ich hier oben auf Vollbildmodus. So, dann gehen wir vielleicht gleich auf die rechte, oder mit, oben haben wir noch, das ist auch wichtig, oben haben wir das Auge für die 360-Anzeige und daneben das Reframe-Fenster. Was hier sehr wichtig ist, das Auge ist wirklich nur zur Ansicht. Es hat nichts mehr mit der Bearbeitung zu tun, sondern wenn du die Filme bearbeitest, musst du in dem Reframe, also Bearbeitungsmodus sein, nicht in dem Vorschau-Modus. Also das ist das Reframe, ist das, was wir brauchen, egal wie du später exportierst. Du brauchst diesen Bereich und nicht den anderen, der ist nur zur Ansicht. Dann gehen wir auf das rechte Menü, beginnen wir ganz oben. Hier haben wir also die Stabilisierungsart, Flow-State-Stabilisierung, ist klar bei Insta. Die Stabilisierung, sage ich mal, die ist immer eingeschaltet, also die wirst du nicht ausschalten.
Dann das nächste, der Direction Lock. Du kannst ja mit der Kamera, wenn du filmst und bewegst die Kamera, die hat ja eine Ausrichtung, kannst du das so machen, dass wenn du die zum Beispiel, du trägst sie vor dir und gehst spazieren und gehst in die Richtung, in die andere Richtung, wenn der Direction Lock eingeschaltet ist, dann wird immer der Film so ablaufen, wie die Kameraausrichtung war. Das schalte ich aber aus, weil wir wollen ja das selber festlegen, wie das Ganze ausschauen soll. Aber das ist nur, du kannst hier eben diesen Direction Lock machen, dann wird der Film abgespielt in der Ausrichtung, wie die Kamera ausgerichtet war. Als nächstes haben wir hier das Stitching. Hier ist ganz einfach auf Normal, das ist die Grundeinstellung. Dann, wenn du einen Objektivschutz benutzt oder den klebbaren Linsenschutz bei der OneR mit dem 360-Mode oder ein FPV-Objektivschutz, das Diving Case, dann kannst du hier dementsprechend, was du verwendet hast, das Stitching umschalten. Hier unten bei Stitching-Optimierung, das ist nicht schlecht, da können wir also ein dynamisches Stitching aktivieren und eine chromatische Kalibrierung wegen der chromatischen Aberration, das kannst du hier auch noch dazu schalten. Lass mir jetzt mal eingeschaltet. Der nächste Bereich, Bildprozess, das wäre also die Aquavision, wenn du unter Wasser filmst, wegen der Farben. Und drunter das Audio kannst du auswechseln auf True Audio aus. Das ist einfach das ganz normale Audio, wie es ist. Oder du kannst den Fokus auf die Stimme oder eben den Action-Fokus auswählen für die Audioausgabe. Dann haben wir das Logo. Wenn du also 360 Filme machst oder auch Fotos, dann ist im Nadirbereich, also wo das Stativ ist, wird ja immer irgendwie etwas zu sehen sein, das nicht ganz passend ist, weil da die Kamera ist. Und diesen kleinen schwarzen Fleck oder dieses, je nachdem, was du verwendet hast, der größere Stativ oder irgendwas, um diese Abbildung von dem Halter zu überdecken, könntest du von Insta ein Logo einblenden und kannst aber auch ein eigenes hochladen. Du siehst hier bevorzugt 500x500 PNG. Wenn du sagst, ich möchte von meiner Firma oder mein Initial, was weiß ich, ein Logo einblenden. In dem Bereich kannst du das hier hochladen oder eben ich habe es ausgeschaltet. Der nächste Bereich ist neu. Du kannst jetzt von einem Clip, du hast jetzt, sage ich mal, den Clip, den wir hier im Fenster haben, und aus dem Clip möchtest du zwei, drei verschiedene Schnipsel rausschneiden. Dann kannst du die hier anlegen, Projekt 1, dann machst du ein neues Projekt. Und machst hier andere Einstellungen und so weiter und so fort. Und dann kannst du hier diese Projekte erstellen und anschließend kannst du die nacheinander exportieren lassen. Was immer noch fehlt, das ist schade, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es einfach Freeware ist und andere sagen, dann gibt es eine kostenlose Schnittsoftware. Du kannst also immer noch nur die einzelnen Clips exportieren. Du kannst keinen kompletten Film aus verschiedenen Schnipseln zusammenstellen. Das funktioniert leider nicht. Das müsste man dann wieder aufs Handy laden oder ich weiß es nicht, was das Beste wäre. Oder eben du hast auf deinem PC irgendeine kleine Schnittsoftware, mit dem du das dann zusammenfügst. Hier haben wir noch die Information. Das ist also der Filmschnipsel beschrieben, die Dateigröße, die Auflösung, Framerate, Bildrate, das ist hier alles nochmal zu sehen und anzuschauen. Ich stelle es jetzt mal jetzt auf die Projekteinstellung und dann gehen wir jetzt in die Bearbeitung. So, wie du gesehen hast, kann man hier auch das Fenster ausblenden. Ich blende es jetzt mal wieder ein, dann haben wir hier nochmal die Vorschau. Und genauso wie ich hier mit der Maus entlangfahren kann und mir eine kurze Vorschau vorspielen kann von dem Film, ist es jetzt möglich in der Timeline. Das ist also sehr schön gemacht. Sobald du mit der Maus auf die Timeline gehst, hast du oben drüber auch wieder dieses Vorschaufenster. Und wenn du drüber fährst, obwohl der Film steht, kannst du dir anschauen, wo welche Bereiche sind, die du gefilmt hast. Das ist also sehr schön gemacht.
Und hier oben haben wir schon mal den Keyframe-Button. Hier kannst du also die Keyframes einfügen. Daneben haben wir das Deep Track, das wäre das Tracking. Wenn du also einen Film hast, wo sich jemand bewegt, da drinnen in Anführungszeichen, da kannst du hier das Tracking einstellen. Das habe ich auch schon in einem früheren Video gezeigt. Und die Ausrichtung von der Kamera oder Strich vom Ansichtsfeld wird von dem Tracking gesteuert. Daneben haben wir das Time Shift, wo du also Timelapse-Aufnahmen machen kannst. Dazu gehört dann das dynamische Unschärfe. Das haben wir aber nicht, weil wir keine Einstellung da haben. Und auf dieser Seite können wir die Timeline vergrößern und verkleinern. Dann im Bild haben wir hier das Verhältnis, das können wir einstellen. Also wir haben hier normales ja 16 zu 9. Dann kannst du aber auch, du schneidest ja vielleicht auch Filme von deiner Go 2 und möchtest die für Instagram oder fürs Handy oder anderes machen, hast du hier wieder die Möglichkeit, du hast 1 zu 1 oder eben das 9 zu 16, 16 zu 9, was Standard wäre. Oder wenn du das Ganze so, ja, kinomäßig machen möchtest, das 2 zu 35, das schmale, das breite Format, was oft sehr toll ausschaut, das kannst du hier alles schön einstellen im Bild. Wir gehen jetzt wieder auf 16 zu 9. Und hier unten könntest du einen Screenshot machen von einer Aufnahme, dass du dir das so irgendwie hinstellst, wie es dir gefällt, und klickst drauf und hast dann Screenshot, also sprich ein Foto. Und hier unten kannst du die ganze Aufnahme ins Vollbild wechseln, dann hast du nur noch das Vollbild hier und das gleiche wieder zurück. Okay. So, dann haben wir hier den Timeline-Marker, den kannst du sozusagen, wenn du mit der Maus anklickst, kannst du durch den Film durchfahren in einer geringeren Auflösung und kannst den Marker irgendwo hinstellen, was für dich wichtig ist. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre so. Richte mal das Bild anders aus. Und jetzt schneiden wir den Film zu. Also wir trimmen den Film jetzt. Das ist jetzt auch sehr einfach gelöst. Du nimmst also einfach den äußeren Marker, hast aber auch oben noch die Vorschau und ziehst jetzt das Ganze rein. Sagen wir mal, wollen wir das ab da, wollen wir das beschnitten haben. Also hier fängt der Film erst an. Stellen wir es einmal hier hin. Und genauso geht es auf der anderen Seite mit dem Filmende. Du nimmst den Marker und ziehst rein. Sagen wir mal, bis hier ist jetzt egal. Bis hier. So, du kannst aber genauso auch diesen Timeline-Marker auf die Stelle positionieren und dann oben über Bearbeiten zum Schnittstaub, ne, gehen. Moment. Keyframe. Genau, zum Schnittstaubpunkt gehen. Also das wir. Nein, markieren, Entschuldigung, als Schnittstartpunkt markieren, als Schnittendpunkt markieren. Also du kannst es auch über diese Bearbeiten, über das Pulldown der Bearbeitung machen oder eben du könntest dir hier raus Keyframe hinzufügen, diese Tastaturkürzel merken und kannst dann mit Tastaturkürzel arbeiten, wenn dir das gefällt. Ansonsten ist es eben unten mit den Werkzeugen eben sehr gut zu machen. Okay. Jetzt haben wir den Film hinten und vorne mal etwas beschnitten und wollen uns jetzt, stellen wir mal den Timeline-Marker hierher und wollen uns jetzt eine Ausrichtung festlegen. Sagen wir, vielleicht möchten wir, dass der Film jetzt mal den Ausschnitt von oben zeigt und wir setzen einen Keyframe. So, der Keyframe ist gesetzt und nun, wenn du den Keyframe gesetzt hast, siehst du hier die Einstellungen zu dem Keyframe. Du kannst jetzt also auswählen, hier oben erstmal die Ansicht. Das heißt, so bis jetzt, wie wir es jetzt haben, das ist die Standardansicht. Dann haben wir den Crystal Ball, das wäre dieses hier, haben wir eigentlich selten, den Tiny Planet und den Natural View, also die ganz normale Ansicht. Jetzt sagen wir mal am Anfang, schaut vielleicht ganz gut aus mit dem Tiny Planet, wenn es von oben ist. Und jetzt könnten wir also die Vergrößerung, könnten wir jetzt hier per Wert einstellen oder eben ganz einfach mit dem Mausrad
drehen und das im Bild machen. Auch genauso die Drehung, so kannst du mit der Maus machen. Du kannst es aber auch numerisch oder mit ziehen. Also wenn du die Maus drüber sitzt, dann stellst, dann siehst du diesen Doppelpfeil, dann wenn du anklickst und fährst hin und her, kannst du diese Drehung hier mit der Maus einstellen oder genauso kannst du das Ganze eben anklicken, löscht den Wert raus und machst hier 0 rein. Zack, dann ist es, geht es auch per Tastatureingabe. Also, jetzt haben wir hier das für unseren Startpunkt so gesetzt. Machen wir das Menü zu, stellen wir mal den Marker da ungefähr an den Anfang und jetzt lassen wir mal den Film loslaufen. Und dann siehst du jetzt, dass jetzt das Ganze in den Tiny Planet Bereich reinläuft. Okay, wir wollen es aber anders machen. Lassen wir jetzt mal so stehen, wir stoppen das und schauen uns das an. Wir können also mit dem Marker, wenn wir die Maus gedrückt halten, können wir mit dem Marker gleich entlang fahren und sagen wir, hier soll der Film eigentlich beginnen und ziehen jetzt den Zuschnitt hier vor. Okay, jetzt lassen wir das ablaufen. Jetzt fängt es so an und das Ganze läuft jetzt im Tiny Planet. Okay, jetzt stoppen wir mal den Film und gehen ein Stück nach vor, vielleicht so weit, und setzen jetzt wieder einen Keyframe und sagen wir in dem Keyframe, wollen wir aber jetzt wieder die ganz normale, entweder die normale Ansicht, Standard oder die Natural View, sehen wir mal den her, klicken wir da drauf und dann haben wir diese Ansicht. Und jetzt können wir das Ganze so einstellen. Wenn wir wieder draufklicken auf den Stift, haben wir oben das Menü oder eben wir machen es einfach mit der Maus und gehen wir jetzt einmal, sage ich mal, in so eine Ansicht und diese dünne Linie markiert den Übergang von dem Keyframe mit der Tiny Planet Ansicht und mit der normalen Ansicht. Jetzt können wir diese Linie anklicken und dann werden uns die Überblendungen angezeigt oder eingeblendet. Hier haben wir also standardmäßig die gleichmäßige Überblendung. Dann haben wir Slip In, Fade Out, Fade In, Slip Out, Slip In, Slip Out, Fade in, Fade out, nichts. Okay. Die standardmäßige schauen wir uns jetzt mal an. Setzen den Cursor herüber und lassen den Film ablaufen. Und dann sehen wir, das fängt, also fährt also von dem Tiny Planet zurück, bis wir dann in dem Natural View drin sind. Genau, und dann läuft es so weiter. So, dann stoppen wir das. Und jetzt können wir den Übergang auch bearbeiten und sagen, es soll, also Slip In wäre schnell rein und dann langsam ausblenden oder eben langsam einblenden und dann schnell wieder ausblenden. Also wir gehen mal auf das, bloß damit man den Vergleich sieht. Stellen wir den Marker wieder vor das Keyframe. Und lassen das wieder anlaufen. Und dann siehst du, jetzt beginnt es langsam. Und jetzt siehst du die Beschleunigung und jetzt geht es schnell wieder zurück. Das wäre hier gar nicht schlecht, das würde also passen. Und jetzt stoppen wir das Ganze. Das war jetzt mal der Übergang. Dann haben wir die Möglichkeit, schauen wir mal, was da auf dem Film noch, was da alles noch kommt. Nehmen wir mal das mit der Maus, also es läuft so dahin. Okay, dann probieren wir das mal aus. Jetzt gehen wir her und sagen wir, ab dem Zeitpunkt da wollen wir eine Art Timelapse machen. Wir setzen also den Timeline-Marker hier drauf und gehen hier auf Timeshift. So, jetzt wird uns das angezeigt und wenn wir mit der Maus drüber fahren, können wir einen Endpunkt. Wir sagen jetzt, der Endpunkt, der soll sozusagen am Ende des Films sein. Jetzt haben wir hier zweifache Beschleunigung.
Wir könnten jetzt, wenn wir genügend Frames in dem Film haben, könnten wir das Ganze sozusagen runterbremsen und nach hinten gehen. Oder wir machen jetzt einen Timelapse und gehen mal, sage ich mal, gehen wir mal auf 16. Gehen wir auf 16. Was jetzt wichtig ist, ist eben, das ist schon voreingestellt, diese dynamische Unschärfe. Und diese dynamische Unschärfe, die wird erst sichtbar nach dem Export. Die wird also in der Vorschau nicht dargestellt. Wenn wir uns jetzt wir könnten jetzt da hier noch das Ganze ein bisschen nach vorn ziehen. Jetzt muss ich das wieder extra bearbeiten. Moment jetzt. So, gehen wir da mal ein bisschen nach vorn. Jetzt. So. Wenn wir jetzt den Film hier starten lassen, dann siehst du jetzt nur diese Beschleunigung während der Fahrt. Genau. Ist jetzt nicht optimal, mir geht es nur um das darzustellen, weil es ja hin und her schwenkt, wie die Kamera gehalten wurde. Aber sei es drum, wir stoppen das Ganze jetzt und gehen hier von der Geschwindigkeit hier auf 32 und das Motion Blur, die dynamische Unschärfe ist eingestellt. Und jetzt werden wir diesen Film einfach mal mit Exportieren starten. Exportieren. Ich lasse jetzt hier die Standardeinstellung im Moment. Es ist also Reframe Video. Ihr könnt es hier auf 360 Video umstellen, aber wir lassen das Reframe Video stehen. Und das andere schauen wir später an und exportieren jetzt mal einfach dieses Video. So, das Rendering ist fertig. Dann gehen wir auf den Finder. Dann haben wir oben das gerenderte Video. Dann lassen wir das mal anschauen. Schauen wir mal. So. Genau, dann läuft es da an. Wie wir das vorher gesehen haben, schon in der Vorschau. Jetzt wird es schneller. Und jetzt müsste dann die Timelapse. Und jetzt siehst du den Motion Blur, also das Ganze. Ich gehe nochmal zurück. Das ist praktisch das, was man in der Vorschau nicht sieht. Jetzt kannst du es hier gut sehen. Dieses Verschwommene am Rand, das ist das, wird erzeugt. Moment, gehen wir wieder zurück. Das wird erzeugt mit dieser Einstellung, dynamische Unschärfe. Das brauchst du unbedingt, das würde ich auf alle Fälle eingeschaltet lassen und nicht ausschalten. Okay, dann gehen wir nochmal zurück in das Fenster von den Projekten. Du hast jetzt die Möglichkeit, von dem gleichen Filmschnipsel, den du ja drinnen hast, ein neues Projekt zu erstellen. Das heißt, er geht wieder am Anfang von dem Ganzen. Und du suchst dir irgendeinen Bereich aus. Ich mache jetzt einfach irgendwas, ist jetzt egal. Und stellen wir jetzt einfach da einfach einen Keyframe rein. Und kannst das Ganze jetzt sozusagen hier als neues Projekt, das wird immer automatisch gespeichert, anlegen. Und jetzt kannst du hier sozusagen, hast du hier dieses Projekt und wenn du zurückgehst auf 1, haben wir unser vorheriges, das ist alles, wie wir es eingestellt haben. Wenn wir auf Projekt 2 gehen, haben wir jetzt die zweite Einstellung. Diese Projekte gehen nur innerhalb eines Clips. Also das finde ich auch nicht so günstig, aber das ist scheinbar so. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück, da wir die Datei haben. Und lassen wir uns das Anzeigen von der Vorschau, wechseln wir mal auf dieses Video. Und da zeige ich dir jetzt einfach noch, wie du jetzt ganz einfach zum Beispiel ein Barrel Roll machen kannst. Also jetzt gehen wir mal so vielleicht bis hierher und wechseln mal die Ansicht. Ah, das war auch von oben. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Der Clip. Also der ist hier so von der Seite. Beginnt. Ja, fangen wir mal hier an. Nehmen wir also unser Trimmwerkzeug, gehen wir hier rein
Dann läuft der Film hier ab, dann fährt man dann, ist es da von der Seite. Und dann sagen wir, bis hier soll es gehen. Okay, schneiden wir hier zu. Dann gehen wir da nochmal zurück. Fahren wir da mal rein. So. Ist jetzt egal, ich wollte nur dir einen Effekt zeigen. Jetzt setzen wir da mal den Keyframe. Soll also so in etwa ausschauen. Gehen wir da mit der Ansicht. Hoppla, gehen wir da auf Standardansicht. Und gehen wir hier ein bisschen zurück. Gehen wir mal so. So, dann wird es so ablaufen. Starten wir. Genau. Und jetzt schauen wir, wie lang die Ansicht noch ist. Ja, gehen wir mal bis hierher. Und hier an dieser Stelle setzen wir jetzt wieder ein Keyframe. Und jetzt das sogenannte Barrel Roll Effekt. Jetzt haben wir hier diesen Keyframe. Und jetzt sagen wir hier, da soll jetzt 360 Grad rein. Einmal. Und jetzt gehen wir zurück. Und jetzt lassen wir das ablaufen. Und jetzt siehst du, jetzt geht es einmal rum. Ist jetzt hier ein schlechtes Beispiel. Vielleicht wäre es weiter hinten besser gewesen. Schauen wir einfach mal nochmal, stoppen wir das. Du weißt aber, was ich meine. Vielleicht, wenn wir hier hingehen, setzt man ja auch nochmal einen Keyframe rein. Und gehen wir hier auch auf 360 Grad. Und gehen wir hier rüber. Dann lassen wir das ablaufen. Läuft es auch wieder so rüber. Das kannst du jetzt, da kannst du jetzt selber rumprobieren und das, wenn du so einen Barrel-Roll-Effekt machen möchtest, auf alle Fälle hast du gesehen, was für Möglichkeiten hier jetzt sind mit der Einstellung. Du kannst ja auch genauso den Film anders laufen lassen, wieder bergab fahren. Du kannst also hier etliches einstellen. Du kannst wechseln von den verschiedenen Ansichtsmodi, die du von einem Keyframe zum anderen wechseln kannst. Das haben wir gerade in dem anderen Beispiel gesehen mit dem Planet. Und das ist also sehr gut gelöst. Und für die Bearbeitung von so einem Film ist es wirklich schön, damit zu arbeiten mit dem Programm. Was eben nicht so günstig ist, dass man dann die Clips hat und braucht dann doch wieder ein anderes Programm, wenn man jetzt nicht so affin ist mit dem Ganzen und sagt, ich möchte mich dann mit dem einen Programm allein damit begnügen, dann funktioniert das nicht, weil später einzelne Schnipsel sind und können wir es nicht zusammenschneiden. Also man braucht wieder ein Programm. Das wäre besser gelöst, wenn man einfach eine Funktion gehabt hätte, dass die Clips, die man gemacht hat, einfach aneinander reiht und einen ganzen Film macht. Jetzt gehen wir noch zum Export. Das ist also hier unten. Hier hast du die Möglichkeit Reframe Video, das wäre also ein ganz normales Video, wie wir es jetzt gemacht haben. Du kannst aber hier auch umschalten auf das 360 Grad Video, das du dann sozusagen bewegen kannst. Hier der Dateiname, den kannst du also genau so umschreiben, wie du möchtest. Drunter ist der Dateipfad, hier suchst du dir deinen Ordner aus, wo das Ganze hin soll. Und Vorlagenparameter haben wir keine. Dann die Bitrate kannst du einstellen. Hier ist immer gut bei den Filmen, wenn du so hoch wie möglich gehst. Es wird zwar dann größer, aber je größer die Bitrate, umso besser die Qualität. Die Auflösung ist hier 1920x1080, also das wäre einfach Full HD. Ist vielleicht für die 360 Grad Videos am geeignetsten, weil er die Auflösung von 5,7K auf den kompletten Bereich gerechnet ist. Und wenn man das reframen, dann geht etliches drauf, dass du von der Qualität her am besten hinkommst, wenn du hier bei dem 1920x1080 bleibst. Die Framerate, die ist fest drinnen. Die hat der Film sozusagen vorgegeben.
weil ich das so eingestellt hatte. Dann die Codierung, hier kannst du wählen zwischen H264, H265 und hier beim Mac ProRes 422. Das glaube ich ist nur auf dem Mac möglich, bin ich ganz sicher. Ich glaube aber, dass das so ist. Und wenn du das Video sozusagen in einem anderen Programm dann weiterverarbeitest, dann wäre diese ProRes-Einstellung auf dem Mac optimal, weil du hier die beste Qualität hast. Dann Exporttyp Video ist klar, wenn wir hier Videos haben, du kannst auch, es ist auch möglich, dann bei den Fotos das Foto zu exportieren. Und dann die KI-Effekte, also künstliche Intelligenz, könntest du hier noch das Color Plus dazu schalten und Körnung entfernen dazu nehmen. Und dann kannst du entweder das Ganze in die Warteschlange stellen und später alles auf einmal machen, oder du kannst den Export sofort starten. Das wäre also das mit dem Export noch. Jetzt schauen wir mal, das, wie gesagt, das Deep Track können wir mal vielleicht kurz. Ja, was auch noch neu ist, wenn du, ich lösche jetzt mal diesen Keyframe, also du brauchst, also wenn du einen Keyframe löschen möchtest, ist es nicht so aufwendig, sondern du kannst einfach unten auf X gehen und der ist weg. Was aber auch neu ist, wenn du den gelöscht hast und es ist der falsche, hast du jetzt oben bei Datei bearbeiten. Undo, Redo, also du kannst jetzt das wie in den anderen Programmen auch mit Programm Z oder Programm Shift Z, kannst du jetzt hier auf Undo das wieder rückgängig machen und der Punkt ist wieder da. Und eben, wenn der angeklickt ist, über das X auch gleich wieder ganz schnell löschen. Und auf diese Weise können wir jetzt einfach mal diese Punkte da löschen. Und gehen wir jetzt mal an den Anfang. Gehen wir von der Ansicht her. Moment. Moment, jetzt ist es in dem Crystal Ball. 16 zu 9 hat er drinnen. Wahrscheinlich müssen wir erst irgendeinen Keyframe setzen. Setzen wir mal den. Und gehen wir jetzt auf natürlichen View. Jetzt haben wir den View-Punkt gesetzt. Dann gehen wir hier zurück. Und ich glaube, dass das Video jetzt nicht so geeignet ist für das Ganze, aber ich möchte es dir einfach nur zeigen. Dann kannst du hier jetzt auf das, kann nicht auf, also auf Keyframes verwendet werden. Dann müssen wir das doch den rausmachen. Und das Deep Track einsetzen und da drüber fahren. Der Radfahrer soll es sein. Und jetzt starten der Verfolgung. Und du siehst, jetzt wird das ganze Video so gesteuert, dass immer die Person in der Mitte ist. Und dann kannst du irgendwo dann, wenn du willst, das Tracking stoppen. Dann ist es so drinnen. Und jetzt kannst du auch wieder deine Keyframes genauso setzen auf dem. Doch nicht, doch nicht. Ich dachte, das ging trotzdem. Es geht nicht. Also, wenn du das Deep Track verwendest, dann geht nur das. Und nicht mit Keyframes. Das hatte ich jetzt nicht gewusst. Timelapse hat man gemacht, mit dem Motion Blur. Hier kannst du noch die Timeline vergrößern, verkleinern. Lautstärke ist klar. Die Werkzeuge sind selbsterklärend. Das wäre also für Fortgeschrittene mit Final Cut und Premiere Pro. Das Menü haben wir gemacht, das Menü haben wir gemacht. Ja, ich glaube, wir sind durch. Und ich wünsche dir viel Spaß bei Sachen auszuprobieren anhand deiner Clips. Und bedanke mich fürs Zuschauen wieder. Und bis zum nächsten Video. Servus.